So, wir sind jetzt nach Freiburg hier reingefahren. Und ja, zwei Freiburger Jungs haben ja gerade die Tour de France zu Ende gefahren. Und da dachten wir uns, wir fahren einfach mal zu einem hin und klingeln da mal. Ding Dong. Hallo. Ja, guten Tag. Willkommen bei Simon Geschke. Ja, klasse. Erst nochmal willkommen, denn hier sind auch wieder der Bastian Marx, Paul Voss und Andreas Stauff. Herzlich willkommen im Besenwagen bei Simon Geschke. Simon, du bist jetzt gerade nach Hause gekommen aus Paris. Wir fragen dich aber eigentlich erstmal so ein bisschen nach dem Sonntag, der interessiert mich zumindest. Und die erste Frage, wenn man dann da so ankommt auf dem Champs-Élysées, vielleicht denkt man gar nicht so drüber nach, aber ich würde gerne mal wissen, wie sich der Buddy anfühlt an so einem Tag, Abend, so jetzt mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht direkt ein paar Biers reinstellt. Erklär mal sehr bildhaft jemanden, der mit Fahrradfahren gar nichts zu tun hat, wie sich dein Körper, die einzelnen Körperteile so anfühlen nach 3 Wochen Anschlag. Ja, halt so eine Grundmüdigkeit, wo halt auch Kaffee nicht mehr hilft. Und mental ist man ziemlich fertig. Also diese Champs-Élysées-Etappe ist halt, man freut sich halt, wie du sagst, auf das Bier an der Ziellinie. Aber davor, die Etappe, die nimmt man halt eigentlich gar nicht mehr so ernst. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also man trullert da halt so ein bisschen hin eine Stunde und muss dann halt doch nochmal ein richtiges Radrennen fahren. Und das ist halt auch wirklich nochmal ziemlich schwer, weil die Champs-Élysées relativ schlechtes Kopfsteinpflaster hat. Und es natürlich nochmal um einen sehr prestigeträchtigen Etappensieg geht. Und von daher muss man da, auch wenn man mental eigentlich gar keinen Bock mehr hat, da schon nochmal ganz schön reinhalten, ja. Und dann fahren und, die Trottel nochmal richtig schnell. Ja, das ist schon nochmal richtig schnell. Es tut schon nochmal weh, ja. Aber ist zum Glück kürzer als eine Alpenetappe. Von daher ist es dann halt auch relativ schnell vorbei. Also es lässt sich dann alles noch lässt sich alles noch machen und der Abend ist dann immer ja, ziemlich feuchtfröhlich. Ich hatte jetzt eigentlich noch keine Tour, wo ich länger als 10 Minuten ohne Bier da stand. Da gibt es dann direkt am Bus Pizza und Bier und das hat man sich dann auch wirklich verdient und dann ja, ist man je nachdem, dann ist man noch im Hotel und dann geht der Abend entweder ins Bett oder halt noch weiter, je nachdem, wie man will. Es gibt immer noch eine After-Race-Party. Ich kann meistens eh nicht schlafen, von daher bin ich da meistens dann doch immer noch dabei. Das kommt uns entgegen. Wie waren die Verteilungen auf der After-Race-Party? So wie immer? Ja, genau, ja, du kennst das ja, Paul. Wir waren alle im Duplex. Was meint ihr mit Verteilung jetzt? Das müsst ihr jetzt nochmal erklären. Okay, also da, na gut, ich meine, könnt ihr ja vorstellen, wie viele sind ins Ziel gekommen? 140, 150 Anfahrer. Davon geht man bestimmt 2 Drittel ins, wo war das? Wie heißt das? Duplex, genau. Und dann hofft man, dass ein paar das Queens gibt es noch. Ja genau, dass noch ein paar Hostessen vorbeikommen, aber das war es dann auch schon so mit dem Frauenanteil, ne? Vielleicht ja, noch. Es ist nicht so das Paradies der Clubs. Also ich finde es da mal ziemlich ätzend, weil es halt mega warm ist und es halt auch weder meine Musik noch irgendwas anderes, aber man will halt, es ist halt speziell und was Besonderes, wenn man die Tour zu Ende fährt, jedes Mal und da will man halt auch nicht so einfach ins Bett gehen und will irgendwie nochmal was erleben mit seinen Teamkollegen oder auch mit den Mechanikern, mit den Betreuern. Und ja, da geht es dann halt immer nochmal weiter. Ja. Wie lang ging es denn am Sonntag noch? Bei mir ging es bis 16:30, da war ich dann wieder im Hotel und dann war ich auch fertig. Da waren ja noch einige Reserven übrig von den 3 Wochen Tour. Bestimmt, ja, aber nee, also man ist halt so fertig, dass man sowieso nicht gut schläft. Das ist die ganze letzte Woche so ein Phänomen, bei mir zumindest. Man hat nicht mehr so diesen gesunden, angenehmen Schlaf, dass man dann frisch aufwacht. Man findet sich dann eh irgendwie ab 6 Uhr morgens nur noch so von einer Seite auf die andere. Und ja, deswegen ist es dann eigentlich auch egal, weil man am nächsten Morgen eh wie der Tod aufwacht von den 3 Wochen Tour. Und dann kann man eigentlich auch gleich noch einen oben drauf setzen. Das ist zumindest so meine Theorie. Richtig so. Ja, das hört sich auch gut an. Du hast gerade schon von nicht deine Musik geredet. Ja. Was spielen die da und was würden sie spielen, wenn du es auflegen würdest? Ich bin halt nicht so der Clubmusik-Fan. Ich bin halt eher so ein Rock'n'Roll-Fan. Und ja, die meisten Songs kannte ich da gar nicht. Das war mehr so Pop-Rap-mäßig.
Aber gut, ja, ist halt, wie gesagt, es ging mehr so ein bisschen ums Zusammensein und ein paar Freunde von mir waren noch da und ja, von daher, ich kenne mich mit Clubmusik nicht so aus. Okay. Die Musik entscheiden würde ich da auch ungern. Ja. Ja, dann können wir doch direkt mal mit unserer Rubrik hier starten diesmal. Und wir haben ja quasi zwei Playlists, die wir immer so jetzt mit Songs befüllen wollen. Einmal eine Intervall-Playlist, die so ein bisschen Power geben soll und dann vielleicht jetzt auch nach der Tour eher passend Recovery-Playlist, was man so nach dem Training oder Rennen gerne hört. Was ist denn da dein Tipp für uns? Oder was würdest du auf die Playlist setzen? Meine Lieblingsband zur Zeit ist, die heißen Greta Van Fleet. Und die habe ich jetzt bei der Tour ziemlich rauf und runter gehört. Das ist eine neue amerikanische Band. Da könnte ich den Safari-Song könnte ich empfehlen. Okay. Zum Beispiel. Die haben halt erst ein Album. Was ist das für eine Musikrichtung? Es ist eigentlich Classic Rock. Ah, okay. Aber die Jungs sind alle noch extrem jung. Die waren jetzt Vorband von Guns N' Roses auch und haben jetzt Europa-Tour gehabt. Als Gast in der Hinsicht auf jeden Fall mal hier bitter nötig, weil diese Playlist, die lebt noch nicht vom Niveau. Also da ein paar gute Tipps von dir, die werden hier dankbar angenommen. Ich habe hier auf jeden Fall auf meinem Handy auch eine Classic Rock Playlist und ich schließe mich einfach Simon mal an und mache da weiter. Also es ist wirklich Classic dann. Ich nehme einfach Paranoid Black Sabbath. Yo, ich würde DJ Kotze nehmen mit Club der Ewigkeiten. Das ist auch eher zum Runterkommen. Okay. Bei mir geht's dann doch eher wieder so in Richtung Hip-Hop. Aber da wir noch gerade über die Tour de France reden, ist da mein Tipp von einer französischen Gruppe, die nennt sich PNL und das Lied nennt sich Naha und das kommt wieder auf die Recovery Playlist. Also ihr merkt, bei mir ist eher immer ein bisschen mehr Recovery als Intervall. Paul, du hattest hier noch einen Punkt notiert, den du gerne ansprechen wolltest. Ja, Simoni und Tourmädels. Ja. Mhm. Der Mann hinter dem Bart. Wir wollen jetzt nicht nach seiner Pflege fragen, weil die kennt ja jeder, Geschke Biertbaum oder wie nennt sich das, ne? Genau so, ja. aber der Mann hinter dem Bart, was geht denn da noch so hinter den Kulissen auch dann bei der Tour? Also ich kenne das ich bin ja auch schon mal ein bisschen so in den Tour-Villages abgehangen. Erzähl doch mal. Ich muss sagen, bei der Tour ist natürlich für so Zwischenmenschlichkeiten nicht so viel Zeit. Das wird halt auch immer weniger. Also dieses Jahr haben sie ja zum Beispiel die Podium Girls und auch die Mädels im Village, das wird alles die weniger. Haben die weggesperrt und, wahrscheinlich schon. Nee, ich habe schon noch ein paar gesehen, aber das Village haben sie dieses Jahr, es gab ja auch immer den Barbershop. Den gibt's auch nicht mehr. Also vom Village war ich dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Das ist halt der Bereich, wo man vor dem Start noch so ein bisschen rumhängen kann und einen Kaffee trinken und außerhalb vom Bus sich noch ein bisschen entspannen kann und vielleicht auch mal mit anderen Fahrern reden. Und da kann man natürlich auch mal ein paar Mädels treffen. Das ist, habe ich gehört. Also und sonst bei der Tour halt zu viel Stress. Also ich hatte meinen Teamkollegen, der ist halt. Wir sind angekommen, bei der Etappe kommt man gut immer so, ja, je nachdem, anderthalb, eine Stunde vor dem Start spätestens an und dann macht man sich so fertig und rollt dann langsam Richtung Start und der hat dann wirklich immer schon angefangen, auf der Fahrt zum Startort sich umzuziehen und der stand dann halt wirklich, als wir angekommen sind, schon mit Helm und allem Nummer dran in der Tür vom Bus, ist dann halt direkt raus, zack, ins Tour Village rein. Ja, das war jetzt nicht bei der Tour de France, bei der Vuelta war das damals. Und er hat dann da die anderthalb Stunden immer noch mit Baggern verbracht quasi. Das ist natürlich hochprofessionell, ja. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Aber klar, es gibt Stammgäste im Village und es gibt Leute, die da so gut wie nie hingehen. Ich war jetzt ein paar Mal da bei dieser Tour. Es war doch schon immer relativ leer. Im Endeffekt ist es halt dann auch im Bus immer ein bisschen angenehmer. Die Klimaanlage läuft und gerade jetzt so im Juli bei der Tour ist es manchmal so heiß, dass man dann doch besser am Bus bleibt und noch was trinkt und
sich bei 20 Grad noch nicht in die pralle Sonne stellt, sondern noch ein bisschen bei kühleren Temperaturen. Wenn man dann halt gerade so vor Bergetappen in 5-6 Stunden bei der Hitze unterwegs ist und da ist das Village dann nicht immer so einladend. Ja. Ja. Das sind so meine Erfahrungen. Wir hatten ja auch vor 2 Wochen hatten wir Rick hier zu Besuch und er meinte auch, selbst wenn da was laufen würde, er könnte gar nicht mehr während der Tour. Wie sieht das bei dir aus? Das wollte ich gerade auch ansprechen. Da merkt man aber auch so ein bisschen, dass die neue Generation echt weich ist. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich sagen? Oder also in Ricks Alter? Ja, du kannst es sagen, ja. Eigentlich immer noch alles. Also bei Simon ist da kein Problem. Ich wollte nämlich gerade fragen, gab es irgendeine Etappe, wo du dazu nicht mehr in der Lage gewesen wärst nachher? Warst du einmal so fertig, dass du komplett fertig warst mit der Welt? Oder wäre es immer noch was, wenn es jetzt der Notfall eingetreten wäre? Klar gab es Etappen, wo man sich abends überhaupt nicht mehr in der Lage dazu gefühlt hat. Aber bei vielen Etappen wäre das schon noch möglich gewesen, denke ich. Also wenn Sophia Tomala da steht, dann geht das immer. Frage beantwortet. Ja, also Sophia, wenn du mich hörst, dann ich habe keine Ahnung. Irgendwann kriegen wir die hier auch als Gast rein, ich sag's euch. Was mich noch interessieren würde ist, und jetzt mal so ein bisschen weg von der Tour, weg vom Radsport, irgendwann bist du fertig mit dem Quatsch und dann ist ja irgendwie so ein anderes Leben angesagt. Was will denn so ein Simon Geschke noch erleben im Leben, jetzt mal nach dem Radsport, vielleicht auch während dem Radsport, aber was nichts damit zu tun hat? Was für Dinge hast du noch offen so im Leben? Bis jetzt, muss ich sagen, nimmt der Radsport halt so viel von meinem Leben ein, dass ich da eigentlich noch gar nicht so direkt drüber nachdenke, obwohl das ja in meinem Alter jetzt langsam mal angebracht ist. Ja, ich will gar nicht nur so auf sowas raus, auch so Reiseziele oder Abenteuer oder Familie, wie du willst, was? Ja, ich muss sagen, rumgereist bin ich jetzt langsam genug, ziemlich viel von der Welt gesehen, noch lange nicht alles, aber ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so abenteuerlustig. Da ist halt der Radsport schon, da ist man ziemlich verwöhnt eigentlich so von der Reiserei, von Orten, die man sieht und Sachen, die man erlebt und Türen, die das zum Teil halt auch öffnet. Und nach dem Radsport steht auf jeden Fall dann Familienplanung im Vordergrund. Und jetzt während der Radsportzeit muss ich sagen, wäre ich jetzt irgendwie noch nicht so bereit für Kinder, weil man halt so viel unterwegs ist. Und machen ja viele trotzdem, ne? Also die meisten haben, glaube ich, irgendwie, oder viele haben Kids zu Hause. Ja, auch super früh. Ja, schon, aber man sieht halt schon, dass es halt schwierig ist zu kombinieren. Es geht alles, sicherlich, aber man sieht dann halt gerade so seine Kinder meistens dann nur auf dem Handybildschirm groß werden und das fände ich halt schade. Aber je nachdem, wer weiß, wie es kommt. Also bis jetzt ist das für mich noch kein Thema und ich würde ganz gerne noch bis nach meiner Karriere warten. Aber manchmal entscheidet man das ja nicht selbst. Aber zurzeit liege ich da ganz gut im Plan. Ne? Aber ist ja eigentlich auch so, wenn man dann so viel rumreist durchs Radfahren, man sieht ja trotzdem nicht so viel, ne? Also hast jetzt nicht so, also ich hatte dann... Nee, stimmt. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, so normale Menschen, die halt nur ein paar Wochen im Jahr Urlaub haben, da kann man halt dann nur wirklich einmal im Jahr irgendwie in Urlaub fahren. Während man als Radsportler halt, klar, irgendwie sieht man dann doch meistens dieselben Länder und dieselben Ecken, aber über die Zeit ist man halt im Jahr dann immer in anderen Gegenden. Es gibt Rennen über den ganzen Kontinent verteilt und man sieht vor allem auch Länder, die man vielleicht jetzt so nicht sehen würde, weil man da jetzt nie Urlaub buchen würde. Also ich fahre jetzt zum Beispiel Ende des Jahres nach China, nach Hongkong und in die Region Guangxi. Da würde ich jetzt natürlich keinen Urlaub buchen, aber da kommt man dann halt quasi gratis hin und hat das mal gesehen. Und ja, es ist sehr schön und Tokio war ich ein paar Mal, wo ich jetzt normalerweise auch keinen Urlaub machen würde, aber das sind dann halt immer so Erlebnisse, wo man sagt, du bist echt war schön, mal hier gewesen zu sein und das ist halt echt dann
auch interessant und ist immer eine schöne Reise dann, ja. Und ja, ist man eigentlich schon, ist es schon ein Privileg, ja. Aber hättest du jetzt nicht Bock, irgendwie dich in dein Auto zu setzen und einfach mit dem Auto mal nach Guangxi zu fahren? Nee. Für sowas nicht. Nee. Ja, du bist auch ein Kalifornien-Fan, oder? Oder ein Staaten-Fan? Genau, ja. Ich habe einen sehr guten Freund in den USA, der wohnt in Colorado. Viele da Grüße hier, Patrick. Das mal geben. Das war da in, mal in Vegas waren oder in L.A. waren wir und in Miami haben wir uns mal getroffen. Also wir treffen uns dann eigentlich meistens einmal im Jahr. Er war auch schon mal in Deutschland wieder. In Miami bist du relativ oft, oder? Ja, zweimal war ich da, ja. Ah, okay, hat sich öfters angefühlt, ja. Ja, ja. In Vegas war ich öfters, weil er da nur 7 Stunden, das ist ja für US-Verhältnisse nicht weit. ja, weil er da quasi in der Nähe wohnt, ja. In Miami war ich zweimal. Schönes Land auf jeden Fall, ja. Hast du in Vegas auch gezockt dann? Habt ihr euch dann auch Kaffee getroffen? Ja. Viel Kaffee getrunken und nee, wir haben auch gezockt, ja. Ich habe mir so Blackjack probiert zu spielen, weil ich von den anderen Spielen nicht so die Ahnung hatte. Ja, da hat man halt gute und schlechte Abende. Ich habe da, naja, plus minus null. Ich habe eher Geld verloren, aber ich habe ein paar Abende gehabt, wo ich dann was gewonnen hatte. Und dann sind wir aber, keine Ahnung, essen gegangen oder so. Es ist nicht so, dass man Geld mit verschattet. Ja. Gut, wir haben noch so ein kleines Fahrer-Bingo vorbereitet, beziehungsweise Fragen an dich, die du mit einem Fahrernamen eines deiner Kollegen beantworten sollst. Also irgendjemand aus dem Feld. Muss jetzt keiner von deinen Freunden sein, muss keiner aus deinem Team sein. Ich würde gern wissen, wenn du, es muss jetzt auch nicht Tour de France sein, wenn du so im Feld fährst und man kommt ja wahrscheinlich mal random neben irgendjemandem raus, wer ist richtig cool für dich? Lawson Craddock. Ja, als bei der Tour so ein kleiner Star geworden, weil er am ersten Tag schwer gestürzt ist und trotzdem durchgefahren ist. Mit dem rede ich sehr gerne. War mal ein Teamkollege von mir auch. Wir waren viel auf einem Zimmer. Super lustiger Typ. Und mit dem habe ich mir eigentlich immer was zu erzählen. Macht immer Spaß, neben denen eine Weile zu fahren. Jetzt vorgestern in Paris sind wir auch fast die komplette erste Rennstunde haben wir gequatscht über alles Mögliche. Und der ist auf jeden Fall so einer meiner Favoriten. Gibt natürlich auch noch mehrere, ja. Da habe ich dann direkt eine Gegenfrage zu. Wer nervt dich denn am meisten und kommt halt öfter mal neben dich und quatscht dich so voll und wo du denkst, oh nee, nicht schon wieder der? Nee, wenn ich mit jemandem rede, also schon Leute, die ich mag. Bogi mag ich auch, mit dem kann man auch immer ein paar Witze machen. Es gibt halt so Leute im Feld, mit denen man überhaupt nicht gerne reden will. Das sind so, gibt's. Es ist deutschsprachig hier, ne? Also es wird keine andere. gibt so einige, so Niki Terpstra ist im Feld immer so ein bisschen unangenehm, wo ich gehört habe, dass der als Teamkollege ein super Typ ist, aber ja, nee, das kann ich aber auch, also Niki Terpstra ist als Teamkollege insofern super, weil du nicht mehr gegen ihn fahren musst, aber als Persönlichkeit ist er dann trotzdem noch schwierig, finde ich. Super Vorteil, ja. Ja, wir brauchen ja die Nordholländer sind schwierig, ja. Irgendwie ein paar konkrete Beispiele. Aber sag mal, was haben wir nicht auch? Also ich meine, die Belgier sagen das ja anscheinend immer, dass wenn ein Holländer dich noch nicht geflickt hatte, dann hat er dich nur vergessen. Ich meine, du fährst ein holländisches Team. Das trifft viele bestimmt zu. Man will ja immer die Klischees denken, aber es kommt wahrscheinlich irgendwo her, dieses Sprichwort. Ja, ich war ja auch mal Teamkollege von Niki. Oh, wird jetzt, glaube ich, in den Rahmen sprengen hier, aber er war gar nicht der Teamkollege, der mich damals am meisten genervt hat, sondern das war immer Gerd Stegmanns. Ihr seid auch noch mit dem gefahren, oder? Ja, klar, ja. Und ja, der hatte irgendwie, also du hast wirklich so mit dem, der hat halt, du hast ihn getroffen so, bist zum Rennen gekommen, der ersten Augenblick, den du gesehen hast, hat er angefangen, dir eine Geschichte zu erzählen, dann bist du vom Rennen abgereist und dann hat er aufgehört, weil er musste jetzt irgendwie in ein anderes Flugzeug einsteigen und sonst ging halt konstant, hat er dich vollgelabert, ne, auch im Rennen oder ich hatte es echt schon, dass ich mit Kopfhörern im Bett lag und pennen wollte und der mir einfach so den Kopfhörer abgenommen hat und so mich weiter vollgelabert hat. Und der Typ ist halt auch,
Also der war immer von den physiologischen Voraussetzungen der stärkste Klassikerfahrer. Der war stärker als Bohnen mit Abstand, so mehr oder weniger. Aber er hat es halt irgendwie immer sich darauf konzentriert, im Rennen ein bisschen mehr zu quatschen. Und das war halt echt teilweise so, dass so schon eine Reihe war, so mehr oder weniger Richtung Finale ging und er fuhr noch immer nebendran und hat sich immer noch weiter vollgelabert. Ja, das kenne ich auch noch, ja. Marcel Sieberg ist auch so ein Typ, aber mit Siebi rede ich halt auch unglaublich gerne. Mit dem, gestern auch noch mit ihm Nacht von Hannover gefahren. War immer schön, ihn zu sehen, ja. Da war hat immer viel zu erzählen, aber ist immer witzig, ja. Und Gerrit Stegmann ist ein bisschen ähnlich, ja. Ja, er war schon ab und zu mal witzig, aber wie gesagt, ne, der hat ja echt alles auch dreimal erzählt, wenn er wollte. Ja. Nachtourkriterien. Genau. Fährst du noch ein paar oder? Nee, Sonntag fahre ich noch in Bad Homburg, aber sonst jetzt diese Woche muss ich mich auch ein bisschen erholen, weil ich am Samstag San Sebastian fahre und auch noch die Vuelta. Also die Saison ist noch nicht so vorbei und wenn ich jetzt in der kurzen Zeit, die ich zwischen San Sebastian und Vuelta habe, dann noch ständig im Auto sitze und Kriterien fahre, dann glaube ich, zieht es mir bei der Vuelta vielleicht irgendwann den Stecker und das Ja, wir können schon mal ein bisschen Werbung machen. Also Leute, kommt nach Bad Homburg am Sonntag. Genau, ja. Macht alle ein Selfie mit Simon, holt euch ein Autogramm ab. Schön, das Handy so in die Rennstrecke reinhalten. Mit einem Selfie-Stick. Ja, Selfie-Stick. Ja. Wie findest du so Nachtourkriterien so generell eigentlich? Wie ich die finde? Ja. Ja, es ist natürlich, also wenn man jetzt wie ich gestern eigentlich erst aus Paris kam, ich bin direkt nach Hannover geflogen, will man eigentlich erstmal kein Rad fahren. Andererseits sind Nachtourkriterien natürlich auch irgendwie eine schöne Gelegenheit, in Deutschland ein Rennen zu fahren. Und das ist eigentlich auch schon traurig, dass man sagen muss, okay, ich fahre jetzt lieber Nachtourkriterien, weil ich dann endlich mal wieder ein Rennen in Deutschland fahren kann. Sportlich ist es halt natürlich, jetzt hat es keinen großen Wert. Das muss man realistisch sagen. Das ist jetzt halt natürlich nichts Besonderes, da zu fahren. Die Ergebnisse sind abgesprochen, das wollen wir hier nochmal klarstellen. Da brauchen wir jetzt keinen Hehl draus zu machen. Jetzt hast du gerade irgendwie richtig viele Träume zerstört, Stoffi. Sehr gut. Den Weihnachtsmann gibt's nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass bei manchen wenigen das so ist. Es soll vorkommen. Ja, genau. Das in der Vergangenheit, ja. Nächste. Nee, ja, wie gesagt, es ist natürlich dann, die Tourfahrer fahren das natürlich gerne. Einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Nach der Tour muss man sich eh noch ein bisschen bewegen und es ist so ein bisschen ähnliches Prinzip wie die After-Race-Party. Man ist ja sowieso so kaputt, dass es dann halt nichts mehr ausmacht, ob man sehr, da jetzt sehr noch. Gut erklärt. Nochmal bei meinem Punkt. Und da ist ja halt immer die Frage, wo man herkommt. Also wenn es jetzt zum Beispiel, man ist ja 3 Wochen gewohnt, morgens aufzustehen und wieder sich voll auszupowern. Und da ist so ein Nachtourkriterium 10-mal besser als eine Bergetappe. Von daher ist das halt eigentlich dann so hart wieder nicht. Ja. Und ja, man fährt auch ein bisschen langsamer als bei der Tour. Das stimmt auch. Paul, los. Genau, Paul. Wir sind ja eigentlich nur beim Fahrerquiz. Genau. Und zwar, bei mir war es früher mal so, wenn es nass war oder irgendwie gefährliche Abfahrten oder wie auch immer, Rennsituation, man wusste, es wird kritisch, dann waren so die Fahrer von Kennedy mit Mavic-Reifen so die Fahrer, wo man ganz schnell weg musste, wo eine hohe Sturzgefahr. Hast du irgendwie auch einen Rennfahrer, wo du sagst, okay, wenn es jetzt hier heikel wird, egal, berg hoch, berg runter, im Flachen, der darf nicht näher mehr sein, weil da wird es gefährlich. Ja, es gibt so ein paar... Teams, muss ich sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob Ken der noch mit Mavic-Reifen fährt. Aber es gibt ein paar Rennfahrer, die man dann meidet. Gerade in der Abfahrt, wenn die vor einem fahren, hat man da schon eher ein bisschen Angst. Nicht nur wegen Stürzen natürlich auch, aber ja, einfach, dass die eine Lücke lassen und man dann da im Wind steht. Kannst du Namen nennen? Da gibt es so ein paar Abfahrtsspezialisten. Ilno Sakarin fährt sehr schlecht bergab. Steven Krausweig, hat man jetzt, glaube ich, auch bei der Tour gesehen. Ja. Die eine Abfahrt, wo die sich beide gefunden haben. Ja, hinter Sakarin war ich auch an einem anderen Tag noch,
wo er auch Zeit verloren hat. Ich bin dann auch nicht mehr vorbeigekommen bei ihm. Und gut, bei mir war es jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich Zeit verliere. Ja, dann der Reinhard Janse von Rendsburg ist bekannt dafür, dass er sehr gerne stürzt. Der ist so ein bisschen der neue Tyler Farrar. Diese Tour, also, ne? Die hat er sich ganz gut zusammengerissen. Ich glaube, da hat er nicht so oft auf der Nase gelegen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Reinhard gestürzt von ist. Rendsburg, ich glaube, also in dem Jahr, als ich mit dem zusammengefahren bin, der ist in jedem Rennen einmal gestürzt, mindestens. Es ist so ein geiler Name auch, einfach Reinhard von Rendsburg. Ja, Wahnsinn. Ja, aber als der bei uns im Team war. Der ist hart, so. Ne? Der steckt einiges weg. Ja, muss er halt auch. Ja, der es bleibt ihm nichts anderes übrig. Der ist auch schon gestürzt und hat das Rennen dann gewonnen. Also bei dem gar kein Problem. Ja, klar, der gewonnen hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch gestürzt ist, auch wieder stürzt. Ja. Aber der ist echt ein harter Typ. Der hat sich mal bei einem Bahntraining, da war er noch, glaube ich, im U23-Bereich, im Antritt einen Wirbel rausgedrückt. Also der Typ ist einfach nur ein Tier, ey. Ja, der ist, ich glaube, der empfindet auch nicht so viel Schmerz. Also da gibt's auch, der ist auch bei uns, wo der im Team war, bei uns, im Training gestürzt. Eigentlich gleich im ersten Trainingslager ist er, glaube ich, gleich zweimal gestürzt. Du brauchst keine Vorsicht, wenn du unzerstörbar bist. Ja, er hat aber auch keine Schmerzen. Er saß auch mal im Bus, nachdem er in einem Rennen gestürzt ist, und der Arzt hat ihm gerade die komplette linke Seite, die offen war, desinfiziert. Und das brennt ja schon ganz schön. Aber er saß dann da und hat sich da desinfizieren lassen mit Alkohol, was halt mega brennt. Er hat ganz normal mit uns geredet, ohne dass er irgendwie ein Gesicht verzogen hat. Da hat man schon gemerkt, dass der irgendwie ein anderes Schmerzempfinden hat als normale Menschen. Gut, nächste immer wiederkehrende lustige Kategorie im Besenwagen. Instagram-Tipps. Ja, ihr habt natürlich viele tolle Accounts auf Instagram. Ich würde sagen, also History Photographed ist ein sehr schöner Account, wo ein bisschen eigentlich nur Schwarz-Weiß-Fotos oder ja, viele Schwarz-Weiß-Fotos gepostet werden, einfach aus der Geschichte des Planeten Erde. Lustige Sachen, interessante Sachen, kuriose Sachen und so weiter. Da freue ich mich immer, wenn es neue Posts gibt. Den könnte ich empfehlen, ja. Alrighty. Paula? Yo, ich gehe für Sleek Mac. Das ist ein Magazin. Er ist sowas wie die Berliner Hipster. Ich finde es ganz cool und auch der Instagram-Account hat was drauf. Wie nennt sich das? Ich hab's nicht verstanden. Sleek Mac. Also S-L-E-E-K und dann Mac, M-A-G. Paul. Ist mir jetzt ein bisschen hier zu sehr High Fashion, muss ich sagen. Du wohnst doch gar nicht in Berlin. Wie kommst du an so einen Account? Der will doch hin. Ja, der will ich ja unbedingt hin, aber ich darf ja nicht. Ja, bald hast du es geschafft. Ja, mein Instagram-Tipp wäre wieder ein bisschen naturbezogen, ne, und nicht so abgedreht wie der von Paul. Und zwar ist es auch wieder ein Typ, der viel im Rad unterwegs ist, aber so mehr oder weniger Bikepacking macht. Ich weiß gar nicht, ob der so einen richtig festen Wohnsitz hat. Der Typ oder der Instagram-Account, der nennt sich Ultra Romance. Und das ist ein Kerl, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen aussprechen soll. Der arbeitet, glaube ich, so das halbe Jahr ungefähr in der Fischerei von seinem Dad. Und den Rest des Jahres schlägt er sich halt so mit seinen Einnahmen durch und ist mit dem Rad quer durch die USA unterwegs, durch die abgefahrensten Landschaften mit selbstgebauten Rädern, mit Mountainbikes, Rennrädern, mit allen möglichen Gefährten fährt er rum und nächtigt auch meistens unter freiem Himmel. Cooler Account, witziger Typ auch, kann man sich mal angucken. Sieht so ein bisschen aus wie Forrest Gump, als er da 100 Tage durch die Weltgeschichte gelaufen ist und mit so einem Bart halt. So, ne? Da kann ich direkt anschließen auf jeden Fall. Mein Tipp ist TJ Eisenhardt. Ich weiß nicht, ob einer von euch den noch kennt oder schon kennt. Ja? Bei BMC ist der gefahren. Genau, ne? Beim Development Team. Hat es aber dann jetzt irgendwie nicht weiter geschafft. Ist wieder irgendwie eine Stufe runtergegangen beim amerikanischen Team. Aber ich finde den ganz geil. Ich weiß nicht, ob er mir so als Mensch, wenn ich ihn jetzt als Freund hätte, ein bisschen drüber wäre. Aber ist auf jeden Fall irgendwie so ein Rockstar-Typ. So ein bisschen Woodstock-mäßig. Lustige Klamotten, immer irgendwie auch viel unterwegs,
Und immer am Smilen, guter Radsport-Tipp, finde ich, Instagram-technisch. Okay, Jungs, ich muss gerade mal was einwerfen. Ich sehe gerade was super Lustiges auf Instagram. Und zwar, anscheinend ist bei der Tour Peter Sagan rechts auf dem Oberrohr sitzend an jemanden vorbeigefahren von Bahrain Merida und der hat gerade gepisst. Und Sagan fährt quasi neben ihm vorbei und er pisst auf Sagan drauf. Das hast du jetzt erst gesehen? Das habe ich jetzt erst gesehen. Kannte dir das schon? Also ich nee, das wusste ich noch nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall auf festgehalten. Ja, geht mal auf Strong Cycling, heißen die. Das ist so geil, Mann. Okay, das gucke ich mir noch einmal an. Ne? Alter Schwede, ey. Okay. Ja, vielleicht doch nochmal zurück zur Tour. Was war denn so, gibt es irgendeine verrückte Geschichte oder einen Moment, der dir so in Erinnerung geblieben ist, der so außergewöhnlich war, so jetzt gar nicht so leistungsbezogen, sondern einfach, keine Ahnung, wie zum Beispiel sowas, dass einer den Sagan angepisst hat oder so? Nee, muss ich sagen, also was so die Geschichten außerhalb des Sports angeht, muss ich sagen, war die Tour relativ ruhig, hä? Ich glaube, das einzige Highlight, was so ein bisschen außergewöhnlich war, war die Roubaix-Etappe. Aber sonst... bist du eigentlich vorher schon eigentlich, mal Roubaix gefahren? Nee, das Rennen an sich noch nicht. Ich kenn das Pflaster. Wir sind bei der Tour 2015, sind bei ein paar Sektoren gefahren auch. Und interessant muss ich aber eigentlich auch nur einmal im Jahr haben. Ich bin ganz gut zurechtgekommen eigentlich noch so für meine 63 Kilo, aber... Ja, Spaß hat es mir nicht gemacht, sagen wir mal so. Also ich werde mich nächstes Jahr nicht die Hand heben, wenn jemand fragt, ob ich Roubaix fahren will. Was vielleicht noch interessant war bei dieser Tour, was ich das erste Mal eher negativ wahrgenommen habe, war die Buhrufe gegen Sky. Auf einer Seite verständlich, klar, dass Chris Froome nicht viele Fans hat, aber für mich war so ein bisschen ein Rückschritt. Weil Radsportfans bis jetzt immer sehr fair waren und gab es ein paar nicht so schöne Szenen, auch gegen Geraint Thomas einmal an den Arm gegriffen so und fast zu Fall gebracht. Das muss aber so ein französisches Ding sein. Ich glaube auch. Ja, das gibt es genau, in Deutschland. Das hat der Sky-Chef gesagt. In Deutschland ist einfach keiner da. In Deutschland gibt es jetzt noch nicht so viele Rennen. Ja. Ja, ist schade. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder anders ist. Aber gut, irgendwie kann ich den Frust gegen das Team ein bisschen nachvollziehen. Den muss man nicht so ausdrücken. Ich, wie gesagt, will das gar nicht. Ja, ich finde auch, da sollte man die Fahrer wirklich ihr Ding machen lassen und die Regeln sind für alle da. Und aber mal so das ist Frage. Mir so ein bisschen eher negativ aufgefallen. Aber sonst war natürlich die Stimmung gut. Und, also interesseshalber, wo war es schlimmer, Alpen oder Pyrenäen? Was das jetzt angeht, oder? Ja, genau, mit dem Buhrufen. Das war eigentlich überall, also es war sehr auffällig, dass das eigentlich überall in jedem Ort, wo Leute standen, gab es diese Buhrufe, ja. Boah, in der Kommentatorenbox haben wir auch den Ton, also den Signal von der Kamera und da hörst du halt auch die ganze Hintergrundgeräusche. Wir hatten so den Anschein, dass halt echt die erste Hälfte war extrem, auch gerade in den Alpen, das war krass und Pyrenäen war es dann wesentlich weniger, also zum Teil auch gar nicht mehr so richtig zu hören, aber... In den Pyrenäen waren auch mehr spanische Fans, vielleicht lag das auch daran, ja. Das kann schon sein, die ja. Die Spanier sind cooler. Wie gesagt, ich habe natürlich im Rennen auch ein bisschen andere Sorgen gehabt hier und da. Ja, die haben ja nicht dich allgemein sehr mitgekriegt, ja. Das wäre noch mein Highlight von dir gewesen, als du Alpe d'Huez irgendwie ganz am Anfang nochmal eine Flasche zu Tom Dumoulin gebracht hast und so einen kleinen Sprint nochmal hingelegt hast und dann links ausgeschieden bist. Das war ganz groß im Bild. Das hat auch ganz schön wehgetan. Das hat man so ein bisschen gesehen auch. So, bevor wir dich wieder verlassen müssen, wir müssen auch irgendwann weiterfahren, haben uns überlegt, wir fragen jetzt immer mal so einen Gast nach einer Nominierung, wen wir hier auch mal als Gast reinholen sollten. Es muss natürlich jemand Deutschsprachiges sein, aber jemand, wo du denkst, das wird witzig. Dem wir auch mal ein paar unangenehme Fragen stellen können. Ja, da bin ich wieder ganz am Anfang. Da würde ich auf jeden Fall mal den Marcel Sieberg anschreiben. Der hat sicherlich vieles aus der Sicht der Sprinter zu erzählen. Hat vielleicht Rick auch schon so ein bisschen gemacht. Aber da gibt's immer lustige Geschichten. Also ich hatte ja da war seltener zu Besuch im Gruppetto, aber da gibt's sicherlich auch mal ein paar Sachen zu erzählen. Und Marcel Sieberg ist, wie gesagt, ein
sehr lustiger Typ, ist nicht auf den Mund gefallen und mich heute Morgen netterweise in Hannover zum Bahnhof gebracht, da ich nach Hause konnte. Und ja, mit dem könnte er sicherlich auch ein lustiges Gespräch führen. Alles klar, das merken wir uns. Gut, Jungs, wie sieht's aus? Fahren wir zum Nachtourkriterium? Mit dem Besenwagen. Jo, ich würde sagen, Aufbruch. Simon, vielen Dank, dass du uns kurz empfangen hast. Ja. Gar kein Problem, ja. Geil, es großen Dank für die Gastfreundschaft bei dir. War sehr gemütlich. Und wo geht's als nächstes hin? Ich gehe jetzt in den Biergarten. Ja, vielleicht bleiben wir dann doch noch ein bisschen. Ich muss das Wetter noch ein bisschen genießen. Ich muss auch noch was essen. Ich habe nichts im Kühlschrank. Und ich treffe mich jetzt mit meinem Teamkollegen Johannes Fröhlinger noch. Und dann lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Simoni, jetzt haben wir gar nicht mehr über dein Auto geredet, aber geile Karre auf jeden Fall. Definitiv. Ja, der ist super. Ja. Aber hast du H-Kennzeichen da oder ist das normales? Nee, der ist ab nächsten Jahr ist der H. Der ist Baujahr 89. Okay. Also ab 30 Jahren kriegt der Oldtimer-Kennzeichen dann. Aber hast du Halbjahres? Muss ich nochmal TÜV? Ja, ich habe Saisonkennzeichen, ja. Und ja, ab nächstes Jahr ist ein Oldtimer, dann, ja, dann kann ich eigentlich das ganze Jahr mitfahren. Was macht da nicht dein Coffee Racer? Der steht auch noch vor der Tür, ja. Die Schwalbe auch? Schwalbe auch, ja. Ich habe einen kompletten Fuhrpark noch. Die Schwalbe ist ja mein ältestes Gerät quasi. Das habe ich ja schon seit 11 Jahren jetzt. Ne? Ja. Ja, Simon, schöne Grüße an Joe. Und wir hören uns. Mach ich, ja. Schönen Bierabend noch, genau. Paul, lass noch ein Küsschen da, los.